Die Punkte D und E befinden sich auf der Seite BC eines gleichschenkligen Dreiecks mit Basis AB, wie auf der nebenstehenden Skizze. Wir wissen, dass der Abstand zwischen D und E gleich ist zum Abstand zwischen A und D und dass die Winkelmaße von Winkel CAE und Winkel BAD gleich sind. Wie groß ist die Öffnung des Winkels BAE? Die Öffnung des Winkels BAD nennen wir Alpha, dann muss die Öffnung des Winkels CAE ebenfalls Alpha sein. Und die Öffnung des Winkels DAE nennen wir Beta. Wir suchen Alpha plus Beta. Das Dreieck ABC ist ein gleichschenkliges Dreieck, also muss dieser Basiswinkel Gamma genauso groß sein wie dieser Basiswinkel Alpha plus Beta plus Alpha, also 2 Alpha plus Beta. Den Winkel ACB nennen wir Delta, und da die Summe der Innenwinkel des Dreiecks ABC 180 Grad beträgt, muss Delta gleich sein zu 180 Grad minus 2 mal diesen Winkel Gamma, also minus 2 mal 2 Alpha plus Beta. Das Dreieck ADE ist ein gleichschenkliges Dreieck, die zwei Schenkel sind AD und DE, also ist Beta ein Basiswinkel und deshalb muss die Öffnung des Basiswinkels AED ebenfalls Beta sein. Jetzt schauen wir im Dreieck ACE und nennen den Winkel AEC Phi. Da die Summe der Innenwinkel des Dreiecks ACE 180 Grad ergibt, muss dieser Winkel Phi gleich sein zu 180 Grad minus Alpha minus Delta, also 180 Grad minus Alpha plus diesen Winkel Delta. Aber der Winkel Phi ist auch gleich zu 180 Grad minus Beta, also so. Daraus schließen wir, dass diese zwei Differenzen gleich sein müssen. Hier können wir an beiden Seiten des Gleichheitszeichens 180 Grad streichen, dann führt das zu dieser Gleichung minus Alpha minus 180 Grad plus 4 Alpha plus 2 Beta gleich minus Beta, woraus wir schließen, dass 3 mal Alpha plus Beta 180 Grad sein muss. Und jetzt teilen wir noch durch 3 und finden somit, dass Alpha plus Beta 60 Grad ergibt. Das bedeutet also, dass C die richtige Antwort ist.